wie er da jetzt sitzt und so glücklich schaut. Ach, wie süß. Na. Ich wandere schon lange umher. Ich sollte zurück zu meinem Waggon. Ich muss sicherstellen, dass sie mich nicht wieder im Zug vergessen. Ein zweites Mal, wenn, in welchen Zug sie dann kommt, ist dann die Frage, ja. Wenn sie jetzt nochmal im Zug sitzen bleibt, dann wird es schwierig. So, wir gehen zurück. Achso, ich kann schneller laufen, ne? Energisches Gehen. Kann ich mit der nochmal reden? Du läufst noch immer hier rum. Du kannst jetzt nichts mehr machen, meine Liebe. Geh einfach zurück zu dem Platz, in dem du eingeschlafen bist. Okay. Tap, 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 tap. Energisches Gehen, energisches Gehen, energisches Gehen. Wir gehen sehr energisch zurück zu unserem Platz. Mit sehr kleinen Tippelschritten, aber sehr energisch. Tap, 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 tap. Puh, was für eine Reise. Hiernach muss ich erstmal 24 Stunden durchschlafen. Huch. Hallo, kleine Mieze. Wonach suchst du? Sorry, aber ich habe Futter für dich. Warum kann die gerade nicht reden? Oder kann sie? Ich bin tot, miau. Ah, um Himmels Willen. Ich habe heute bereits so viel erlebt. Und eine sprechende Katze überrascht mich. Warum? Warum überrascht dich die... Du hast mit zwei sprechenden Katzen geredet. Warum überrascht sie das? Reiß dich zusammen, Menschlein. Ach, jetzt streichel mich. Katzen, einfach Katzen. Pure, pure, pure. Oh, so reden die Katzen also mit den Menschen. Wenn wir sie verstehen können. Ja, ihr macht ja sowieso, was wir sagen. Verflucht, du bist aber süß. So überleben wir. Durch Stehlen und süß sein. Klingt wie jemand, den ich kenne. Mir ist bereits aufgefallen, dass du mir gefolgt bist, Kitty. Ach, Menschilein und ihre generischen Namen. Hast du einen Namen? Wie soll ich dich denn nennen? Miezi ist fein. Diese generischen Namen. Nenn mich Miezi. Okay. Egal, ja. Wieso bist du mir gefolgt? Ich bin einfach neugierig. Neugierig wegen mir? Einfach nur, weil es in eurer Natur liegt? Falls du einfach nur eine weitere tote Person wärst, dann wärst du mir egal. Aber du lebst noch und ich beurteile dich. Wir Katzen sind gut im Urteilen, Menschilein. Das kann man leider nicht über uns sagen. Das stimmt. Miau. Wieso beurteilst du mich? Wegen etwas Wichtigem ist die Katze der Tod. Und beurteilt, ob wir weitermachen dürfen oder nicht. Aber vorher möchte ich dich besser kennenlernen. Erzähl mir von dir. Dann erzähle ich dir von mir. Pure, pure, jetzt ist sie auf dem Schoß. Pure, pure, Katze. Pure, pure. Kann ich dich zuerst etwas fragen? Sicher. Also, war das dein... Neuntes Leben, oh, also mit Doppel-L und, ja. Also, war das dein neuntes Leben, Kitty? Ach, so funktioniert das nicht. Falls wir ein Leben verlieren, wachen wir einfach auf, als hätten wir geschlafen. So wie in deinem Videospielen. Oh, ich spiele nicht viel, aber ich verstehe, was du meinst. Also bist du zum 9. Mal gestorben? Miau. Wir verschwenden meist die ersten paar Leben, wenn wir noch Katzenbabys sind. Lernen heißt Opfer bringen. Das stimmt. Ich wünschte, wir könnten auch das Leben kennenlernen. Mit 8 zusätzlichen Leben. Ihr habt bessere Gehirne als wir. Das sollte eigentlich alles kompensieren. Ich wünschte, du hättest recht. Warum? Was meinst du mit warum? Warum ist dein Gehirn nicht genug? Ich bin mir nicht sicher. Selbst mit diesem Gehirn ist das Leben nicht einfach. Ach, manchmal fühlt es sich so an, als würde unser Gehirn alles schlimmer machen. 9 Leben klingen irgendwie besser. Menschilein, uns wurden 9 Leben gegeben, weil wir die Dinge nur auf die harte Tour lernen. 9-mal zu sterben ist außerdem sehr schmerzhaft. Ja, ein Leben ist auch schon schmerzhaft genug. Ich schätze, jeder hat seine eigenen Probleme. Das stimmt. Also, lebst du mit deiner Familie? Neuerdings ja. Mit meiner Mutter und meiner Schwester. Neuerdings? Normalerweise lebe ich alleine. Hatte mir eine Wohnung neben meinem Büro gemietet.
So wie meine Schwester. Aber dann ging es meiner Mutter schlechter. Jemand musste bei ihr sein. Arbeitet sie? Naja, zu Hause haben sie einen Gemischtwarenladen. Mama hatte Geld gespart in den Jahren, in denen sie gearbeitet hatte. Es war ihr Traum, ein Restaurant zu eröffnen. Aber das war damals sehr kompliziert. Heutzutage ist das sogar noch komplizierter. Also hat sie stattdessen einen kleinen Gemischtwarenladen aufgemacht. Wir verkaufen Dinge des täglichen Gebrauchs. Manchmal merkwürdiges Zeug, was sie online gesehen hat oder auf ihren Reisen. Heutzutage sitzt sie meistens und plaudert mit den Kunden. Manchmal hatten wir Hilfe, Kinder aus der Nachbarschaft, die Geld dazu verdienen wollten. Aber meine Familie und um mich zu haben, wäre wohl toll. Deswegen bin ich zurückgezogen. Keine Miete zahlen zu müssen, ist super. Hands up, wer musste zumindest am Ende bei seinen Eltern Miete zahlen? Aber ich verbringe viel Zeit beim Pendeln. Was ist mit deiner Schwester? Sie hat keine wirkliche Wahl. Sie kommt fast jedes Wochenende nach Hause. Aber sie wohnt immer noch alleine bei dem Geschäftsbezirken. Habt ihr einen Garten bei euch zu Hause? Garten? Klar haben wir einen. Mama liebt ihren Garten. Er ist nicht groß, aber es reicht. Klingt nach einer tollen Familie und einem tollen Zuhause. Vielen Dank. Ich habe Glück, dass ich sie habe. Sie haben auch Glück, dass sie dich haben, Menschilein. Da bin ich mir nicht sicher. Ich bin nur eine Bürde für sie. Haben sie dir das gesagt? Was? Nein, natürlich nicht. So etwas zu sagen wäre gemein. Warum denkst du es dann? Weil es wahr ist. Oh? Haben sie hinter deinem Rücken geredet? Tut mir leid, das zu hören. Nein. Du lehnst meine Entschuldigung ab? Nein, das haben sie nie gesagt. Du verwirrst mich, Menschilein. Sie haben nie gesagt, dass du eine Bürde bist? Warum denkst du es dann? Diese Katze? Das ist der Grund, warum ich lieber ein neues Leben hätte. Das verstehe ich nicht. Aber falls mich ein menschliches Gehirn nicht denken lässt, dass ich die Königin der Welt bin, dann will ich es nicht. Katzen. Leute, ich bin die Königin der Welt. Katzen. Sag dich doch. Bist du fertig mit deinem Interview? Ja. Ich glaube, ich habe genug gehört. Also, was ist dein Urteil? Ich glaube, du bist perfekt. Ich brauche deine Hilfe. Ich glaube nicht, dass ich von Nutzen bin. Aber was soll's? Ich bin heute gestorben. Das weißt du sicherlich. Ja. Ich war auf dem Weg nach Hause, nachdem ich Essen gesucht hatte. Bevor mich ein unachtsamer Fahrer überrollt hat. Oh? Das tut mir leid, Kitty. Es ist okay zu sterben. Hat sie Babys, um die wir uns kümmern sollen? Das Leben einer Straßenkatze war nicht gerade glorreich. Aber ich habe etwas zurückgelassen. Etwas, das mich nicht zur Ruhe kommen lässt. Und was ist das? Babykätzchen. Das eine Babykätzchen, was vorhin gesagt hat. Wo ist meine Mama? Kommt mir gerade wieder in den Kopf. Oh nein. Ja, es waren 4. Ich habe mir was zu essen gesucht, damit ich mich um sie kümmern kann. Aber du weißt ja, es tut mir so leid. Sorry, Kitty. Es muss dir nicht leid tun. Warum nennen wir sie trotzdem Kitty und nicht Miezi? Aber Menschen haben das getan. Wir sind die Schlimmsten. Oh ja, das stimmt. Obwohl Menschen und Hunde sich darum streiten, wer der Schlimmere ist. Auch so, die Katze streitet sich darum, ob Menschen oder Hunde schlimmer sind. Okay, verstehe. Aber zurück zum Thema. Ich hasse es, aber es muss getan werden. Kannst du mir bitte helfen? Was kann ich denn tun? Soll ich deinen Tod rächen? Das wird schwer, aber ich versuch's. Nein, Dummerchen! Ist es möglich? Ja. Ist es möglich, dass du meine Babys mit zu dir nimmst? Ich soll mich um deine Kinder kümmern? Stört es dich denn nicht? Menschilein, ich bin tot. Und du bist die einzige lebendige Person hier. Aber die Schaffnerin und der Koch sind hier. Glaubst du, dass die das interessiert? Denkst du nicht? Naja, tun sie bestimmt. Aber sie sind beschäftigt. Falls es ihre Aufgabe ist, dass jede Seele in Frieden ruht, dann würden sie wegen der vielen Arbeit sterben. Wobei das Konzept nicht auf sie zutrifft. Glaubst du, dass es okay ist?
Ich kann mich kaum um mich selbst kümmern. Und von 4 Katzen will ich gar nicht reden. Das schaffst du schon. Ich beobachte dich schon seitdem du hier angekommen bist. Du liebst dich nicht selbst genug. Und diese fehlende Selbstliebe hast du auf andere übertragen. Wir Katzen haben ein Gespür dafür, Menschilein. Wir wissen es. Bist du sicher? Ja. Ich weiß nicht, ob ich für sie ausreiche. Aber ich versuche es. Mama würde sie lieben. Und meine Schwester würde sich an sie gewöhnen. Das ist die richtige Einstellung. Keine Sorge. Sie sind circa 3 bis 4 Wochen alte Kätzchen. Du musst sie nur füttern, ein Zuhause geben und sie lieben. Hat die Mama irgendwelche Ratschläge? Viel Liebe. Das kann ich machen. Wo kann ich sie denn finden? Wie erkläre ich dir das nur, Miau? Oh, ich weiß. Konzentrier dich auf mich. Was machst du? Konzentrier dich einfach auf mich und auf das, was ich denke. Oh, okay. Wow, was ist das? Siehst du sie? Ja, sie sind in der Nähe des Bahnhofs. Ja, also bitte, keine Sorge. Kannst auf mich zählen. Ich bin mir nicht sicher, aber du bist es, richtig? Ja, vielen Dank, Miau. Du hast genug getan, Kitty. Du kannst jetzt in Frieden ruhen. Nochmal vielen Dank. Hör auf, es zu erwähnen. Ich habe noch eine kleine Bitte. Was denn? Darf ich auf deinem Schoß bleiben, bis wir angekommen sind? Natürlich. Ja, die sagt immer genau das, was ich denke. Vielen Dank, Menschilein. Es ist mir ein Vergnügen. Ah. Schon wieder dieses Spiel. Ah. Miss. Bin ich tot? Ich hoffe nicht, junge Dame. Ich bin zurück. Sie waren doch gar nicht fort. Sie stecken hier seit Stunden fest. Wie spät ist es? Fast 4 Uhr. Zeit für den ersten Zug. Zum Glück ist es Wochenende. Warte, welcher Tag ist heute? Sie haben recht, es ist Samstag. Puh. Sie sollten sich bei unserem Stationsführer, Sie sollten sich bei unserer Stationsführerin bedanken. Oh je. Sie sind das? Hallo? Sie kennen sie? Gut, dann kann ich euch ja alleine lassen. Sie hat dafür gesorgt, ne? Sie hat am Anfang noch gesagt, wer war denn das? Sie hat dafür gesorgt, dass wir da gelandet sind, ne? Ich habe noch was zu erledigen. Stellen Sie sicher, dass niemand mehr in den Zügen ist. Wird erledigt. Du siehst so aus, als hättest du einen Geist gesehen, Kleines. Warum sind Sie hier? Ich arbeite hier, schon vergessen? Ich dachte, Sie arbeiten im anderen Zug. So funktioniert das nicht. Auch wenn ich beide Seiten der Station im Auge habe, haben Sie es trotzdem geschafft, dich einzuschleusen. Okay, doch jemand? Anders. Stell dir vor, ich würde nur auf einer Seite arbeiten. Sie? Meinen Sie Ihr Personal? Nein, ich rede vom Tod. Dieser verstohlene Bastard. Oh, wie war dein Trip die letzte Nacht? War es eine angenehme Reise? Sagen wir einfach, ich hatte eine lebensverändernde Erfahrung. Gut. Du hast sehr viel Glück, weißt du das? Für die meisten Leute ist das eine lebensbeendende Erfahrung. Aber du? Du hast dein Leben noch vor dir. Ja, das weiß ich. Ich tue mein Bestes. So will ich das hören. Mach es dir nicht allzu bequem hier. Ich glaube, du hast noch ein Versprechen einzulösen, oder? Oh Gott, ja! Danke für die Erinnerung. Ich bin dann mal weg, Oma. Und sie jetzt Oma? Lebe wohl, mein Kind. Creepy Halbgeist, ja. Ich will die Katzenbabys noch sehen, bitte. Ich will bitte die Katzenbabys noch sehen. Oh, die Musik ist voll schön. Wehe, die zeigen die Babys nicht, ne? Wirklich ein sehr schönes Spiel gewesen. Ja, es ist ein bisschen länger gebraucht, als es angesagt war, habe ich mir aber schon gedacht, weil ich einfach nicht die schnellste bin und gerade wenn man es mit einem
Chat spielt, dann, also ich weiß auch nicht, ob die so die Zeit mit einberechnet haben, wenn du wirklich mit jedem einzelnen Geist da redest und so. Hier sollte es sein. Schauen wir mal. Sie sollten hier... Hier sind sie! Willkommen in einer neuen Familie, Kätzchen. Gehen wir zurück zu unserem Zuhause. Die Musik ist so schön. Oh. Dank an dich, ja, an dich. Vielen lieben Dank fürs Spielen. Danke für die Unterstützung und dass du die Geschichte bis zum Ende. Aha! Die Schwester auch. Die Mama auch. Guck mal, ich hab Katzen. Finn unten in der Ecke. Guck mal, Mama, eine Katze. Katzenbabys. Leertaste nochmal drücken, um zu beenden. Und es bricht das Spiel so wumm, ab. Oh, das war so schön. Das ist so gut auch aufgebaut, dieses Spiel. Also du bist so erstmal so, okay, du kannst dir schon so denken, was mit ihr los ist. Sie haben nie so Dinge so richtig krass ausgesprochen. Du weißt aber schon sehr, sehr genau, was mit ihr los ist. Von Abteil zu Abteil erstmal mit den normalen Menschen reden, was die so, warum sind die gestorben, was könnten die so bereuen, welche verschiedenen Gründe haben die so. Dann geht's zu den Tieren, beziehungsweise dann war ja erstmal das Baby, was... das Schlimmste überhaupt war, dieses Baby. Und dann geht's zu den Tieren. Diese puresten Seelen überhaupt. Diese Tiere. Das ist, und dann auch noch die Babykatze. Die Kombination aus Baby und Tier. Und das ist so... Und was ich auch ganz schön finde, die haben halt auch mit diesem... Dadurch, dass sie die Katzen in echt gerettet hat, haben sie dem Spiel auch auf diese Definition davon gegeben, dass es wirklich passiert. Weil du hast richtig oft bei so einem Spielen so dieses, habe ich mir das alles nur eingebildet, aber war auf jeden Fall ein guter Traum. Aber dadurch, dass es die Katzenbabys wirklich gab und sie ein Versprechen mit in die reale Welt mit rübernehmen konnte, hat man gesehen, dass dieser Zug real war, wirklich, und sie sich das nicht alles nur eingebildet hat. Sowohl für die Person im Spiel als auch für den Spieler eine sehr, sehr, sehr schöne Lektion auch so. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr vielleicht auch nur die Hälfte davon mitbekommen habt und das gerne nochmal selber durchspielen wollt, ich finde, das hat definitiv mehr Aufmerksamkeit verdient. Also wenn ihr das Spiel vielleicht selber auch nochmal spielen wollt, unterstützt diesen extrem guten Entwickler, diese extrem schöne Geschichte. Oder tut es euch einfach auf die Wunschliste, damit es vielleicht mehr Leute finden. Das war ein so schönes Spiel. Oh, ich glaube, ich habe das so gar nicht so richtig verarbeitet. So, und da war dann das Video auch vorbei. Ich habe das ganze Spiel im Stream aufgenommen. Dementsprechend habe ich keine wirkliche Abmoderation gemacht. Man hat das, glaube ich, beim Schneiden gar nicht so krass gemerkt, weil ich die meisten Sachen aus dem Stream halt ausgeschnitten habe. Aber wenn ihr das nächste Mal live dabei sein wollt, wenn ich ein Spiel spiele und nicht die geschnittene Version auf YouTube sehen wollt, dann schaut doch gerne mal bei meinem Twitch vorbei. Und ja, sorry für das abrupte Ende jetzt. Ciao!